da muss ich jetzt runter. Federfall an. Ein paar Schritte zurückgehen. So, kann mich hier heilen. So. Schalten wir erstmal dich aus. Dann dich. Dann gucken wir uns dieses Secret an. Dieses unvorstellbar. Ich war so nah an dem goldenen Schlüssel und auf einmal war ich in diesem Raum. Was ist passiert? Die Teleporter in diesem Dungeon sind trickreich. Nicht alle von ihnen gehen dorthin, wo du denkst. Ich habe sogar gehört, dass eine dich direkt zur großen Stufe führt. Natürlich, wenn du verrückt genug bist, dorthin zu gehen. Ich finde keinen Weg hier raus und ich fürchte, dass alles, was ich dann finde, weitere Spinnen sind. Ich kann sie durch die Wände hören. Sachen essen. Sachen, die noch am Leben sind. Ich hätte in Kanton bleiben sollen. Ja, cool. Ich habe jetzt die ultimative Verbindung gefunden. Ja, habe ich. Ein Secret. Okay. Wurfstern. Habe ich Platz für Essen? Nö. Kraut, Kraut. Wässer kann weg. Und noch mehr Kraut. Schleimball. Okay. Auch ein Emerald. Das ist das gewesen. Das ist hier. Hey, cool. Fleisch und noch mehr Kräuter. Das Grinden von Stone of Stone im Osten. Ja gut, wie auch immer. Jetzt wieder hier. Ah, cool. Das
hat mich aber immer noch keinen Schritt näher an den Schnörkelschlüssel gebracht. Hier ist Ausgang. Das gibt's doch echt nicht. Jetzt bin ich wieder hier. Es muss hier oben irgendwas sein. Das andere ist alles nur Farce. Es geht um das Secret hier im dem Bereich hier. Also nicht das Secret, sondern hier muss irgendwas sein. Nur nicht wieder runterfallen. Genau. Das ist aber der einzige Geheimgang hier. Okay. Ah, ich hab's, glaube ich. Zeig mir noch mal das Pattern. Auf, ja. Das kenne ich alles noch. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Nein, das wollte ich auch wieder nicht. Mann. Es muss doch irgendein Geheimnis hierbei geben. Ich muss nochmal den Weg ablaufen. Da muss ich mal mir das Ganze nochmal ansehen. Das Blöde ist, die Aufnahmezwischenzeit ist bald aufgebraucht. Weil da sind auf jeden Fall bei zwei Fackeln die Feuer, Flammen falsch gesetzt. So. Ich bin nach da drüben. Weil das ist der richtige Weg da hinten rum. Dann geht's dazu, dann geht's da einmal rum. Und dann fängt das hier so komisch an.
Außer ich übersehe irgendwas. Das da übersehe ich. Okay, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Okay, ich hab's gesehen. Gott sei Dank. Jetzt kriegen wir das noch hinter uns gebracht. Okay, falsche Seite, aber ich habe das Richtige gefunden. Ich habe definitiv das Richtige gefunden. Gott sei Dank. So, ganz schnell den Schild anmachen. Gut. Okay, das aktiviert das Ganze wieder. Das war falsch. Lade ich mal kurz. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich diesen Raum hier gar nicht brauche, sondern der nur für das Secrets ist. Nett. Oh, sehr nett. Damit haben wir eigentlich hier alles. Gut, dann gehen wir wieder zurück zum Ausgangspunkt. Das war nicht richtig. Ich würde nämlich gern wieder zum Ausgang noch zurückkommen. Wobei es eigentlich wurscht ist. Ich könnte auch einfach runterspringen und gut ist. Das hilft mir nur leider nicht bei meinem Problem mit dem Schlüssel. Ah ja. Gut, letzter Versuch.
Weil hier ist sonst nichts, was ich drücken könnte. So. Na gut. Ich bin wieder hier unten. Und jetzt bin ich wieder am Anfang. Da ist schon wieder ein Buckel runter. Gut, das heißt, ich mache jetzt hier meinen Cut. Also bis zum nächsten Mal.